Hallo liebe Leute, hier ist der Kreuzritter-Crusher mit einem besonderen Video außer der Reihe. Mit dabei ist auch Ziggy Scambuster. Es kam ein Anruf der Blockchain rein und die Betrügerin hat im Laufe des Telefonats einige Beweggründe genannt, warum sie betrügt und wie ihre Einstellung zu Gesetz und Moral ist. Am Ende wollte sie uns ja noch ihren Ausweis und eine E-Mail von der Blockchain senden, hat es dann aber doch nicht getan und stattdessen lieber aufgelegt. Viel Spaß mit dem Anruf. Nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, Hallo? guten Tag. Spreche ich mit Herrn Paul Meyer? Wie bitte, wen wollen Sie sprechen? Mit Paul Rüdiger Schmidt oder Meyer, sowas? Was wie Schmidt oder Weyer? Mit wem wollen Sie denn jetzt sprechen? Mit Herrn Paul. Sind Sie Herr Paul? Nee, nein, ich möchte gern wissen, mit wem Sie sprechen, also den ganzen Namen. Also hier steht Paul Rüdiger Schmidt und also bei der E-Mail auch Meier. Keine Ahnung. Ja, Schmidt, keine Ahnung. Meier. Also wenn Sie keine Ahnung haben, mit wem Sie sprechen wollen. Ja, wem gehört diese Telefonnummer bitte? Ja, mir. Okay, und wie heißen Sie? Ja, das sollten Sie mir ja sagen. Sie müssen ja wissen, wen Sie anrufen wollten. Weil hier gibt es viele Namen, deswegen habe ich angerufen, Ach, damit ich das viele, viele, bestätigen viele kann. Namen. Ach, Sie kriegen Anrufe, Sie kriegen Nummern von vielen Namen. Warum? Also, Paul Rodriguez Zug Schmidt-Meyer. Ach, Sie Richtig. können. Ja, okay, das ist richtig. Okay, freut mich. So, dieser Name steht jetzt auch hier. Dann bin Ja, ich warum haben Sie Schlüssel den denn verbunden nicht gleich bestimmt, oder? vorgelesen? Wie bitte? Warum haben Sie den denn nicht gleich vorgelesen? Weil ich dachte, ist falsch. Deswegen, weil es eine lange Name ist. Einmal Ach, steht Meier, lange dann Namen eine. sind automatisch falsch. Aha. Nee, sind nicht automatisch falsch, aber Ja. ich dachte so. Ja gut, vielleicht sollten Sie Weil, weniger denken und sich an die Fakten weil halten. wenn wir, also bitte lassen Sie mich reden, ja? Ja. Weil wir bekommen viele Namen hier mit Telefonnummer und ein paar von die sind falsch. Deswegen rufe ich an, um mit zu bestätigen, ob Sie diese Person sind oder nicht. Ja, dann sollten Sie doch wenigstens den Namen sagen. Meine Güte. Meine Güte. Ein äußerst Okay, seriöses Unternehmen, ja. Ich merke das dann. schon. Wie bitte? Ah, und schlecht hören können Sie auch noch gut. Ich höre sie nicht. Ja, das ist mir klar. Ja, genau. Das ist Ihnen klar. Okay, können Sie das nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben? Was wollen Sie denn jetzt? Okay. Ich bin Laura Leitner. Ich melde mich vom Blockchain System wegen einer Transaktion, die unter Ihrem Namen steht und noch nicht ausgezahlt ist. Aha. Genau, ich bin zuständig, Sie dabei zu helfen, erstmal Ihre Identität zu überprüfen und dann Ihres, also dieses Kapital zurückzusetzen in Ihre normales Konto. Aha. Genau, also ich habe Informationen, dass Sie haben vorher Geld irgendwo investiert, in Online-Trading oder in Bitcoin und Sie haben dieses Geld nicht mehr zurückbekommen. Und dieses Geld ist jetzt gelandet bei Blockchain und Blockchain ist verpflichtet, Ihnen zu kontaktieren, um dieses Geld zurückzusetzen in Ihr normales Bankkonto. Ja, gut, okay, Also. prima. Sie sagen die Blockchain. Was ist denn die Blockchain eigentlich? Was ist die Blockchain? Ja. Blockchain ist ein System, wo verifiziert man alle Wallet-Adressen, Bitcoins und so was. Transaktionen, die sind unter die Bitcoin. Das bedeutet, Ihre Transaktion steht in Bitcoin, in die Währung Bitcoin. Wissen Sie, was Bitcoin ist? Ja, ich weiß, was Bitcoin ist. Sehr schön. Sie haben eine Summe unter Blockchain, die steht in Bitcoin. Und deswegen habe ich Sie angerufen, damit ich das verifizieren kann und dann nachher umtauschen kann von Bitcoin in Euro, damit Sie das in Ihre Bank bekommen können, weil Entschuldigung, in Bitcoin können Sie das nicht erhalten. All die Banken akzeptieren momentan keinen Bitcoin, die Währung Bitcoin nicht.
Deswegen habe ich Sie angerufen. Haben Sie mich verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Sehr schön. Deswegen wollte ich Ihre vollständige Name wissen, damit ich keine Fehler mache. Ja, den haben Sie ja gelesen. Genau, das ist Ihre vollständige Name. Ja, das ist richtig. Sehr schön, dann freut mich. Und Ihre E-Mail-Adresse ist das auch p.r? Oder? Ja, und weiter? Dann ein Punkt auf. Dann Zuckerschmidt-Meyer. Nee, Zuckerschmidt-Meyer ist falsch. Okay, was steht da? Zuckschmidt-Meyer, nicht Zuckerschmidt-Meyer. Zuckschmidt-Meyer. Ja, es ist so, wie es steht. Sprechen Sie kein Deutsch, dass Sie kein Deutsch lesen können? Nee, aber so habe ich das hier. Ja, dann ist es ja... Zuckerschmidt-Meyer ist nicht mein Name. Okay. Ich spreche gerade mit Ihnen Deutsch, oder? Sie verstehen mich, oder? Ja, aber Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Von wo aus rufen Sie denn an? Aus Österreich. Mhm. Und was hat... Das hat nichts mit zu tun. Ja, und Sie sagen, Sie sind von der Blockchain? Ja, aber ich spreche viele Sprachen. Englisch, Spanisch, Deutsch. Ja, aber Deutsch nicht. Vielleicht nicht. Ja, richtig. Okay. So, und was hat die Blockchain jetzt mit Österreich zu tun? Blockchain hat nicht mit Österreich zu tun. Eben. Und auch nicht mit Deutschland zu tun. Blockchain ist ein System und er hat mit allen Ländern zu tun, die Investitionen getätigt haben. Ja, und von welcher Firma sind Sie denn jetzt? Weil die Blockchain hat ja nichts mit Österreich zu tun. Warum rufen Sie denn jetzt aus Österreich an? Weil hier ist die Filiale. Filiale von der Blockchain? Ja. Die Filiale der Blockchain. Ah, nicht schlecht. Ja, klar. Ja. Sehr, sehr lustig. Ja, natürlich. Sehr lustig. Oh, freut mich. Am meisten habe ich etwas Gutes gemacht, habe ich Sie am Lachen gebracht. Ja, genau. Das haben Sie. Das haben Sie tatsächlich. Sehr so, und was nun? Wer bitte? Und was nun? Ja, also ich weiß nicht, was ich Ihnen mehr weiter sagen soll. Ja, Sie haben doch angerufen. Wo soll ich wissen, was Sie sagen wollen? Ja, ich weiß, dass ich habe angerufen, aber Sie verarschen mich die ganze Zeit. Ach, ich verarsche Sie. Sie rufen von der Blockchain angeblich an. Die Blockchain hat eine Filiale in Österreich. Ja, völlig klar. Sie können auch nicht mal die Blockchain erklären. Und Sie wollen von der Blockchain sein? Ja, ich merke, dass Sie eine... Ja, ich merke, dass Sie ein dummer Scammer sind. Das ist richtig. Das merke ich. Ein dummer Scammer. Ja, richtig. Okay. Ein sehr dummer Scammer. Und Sie, was sind Sie? Was sind Sie? Ich bin ein YouTuber, der dumme Scammer ins Internet stellt. Das wusste ich. Wollen Sie noch irgendwie grüßen? Wollen Sie noch irgendwie grüßen, die YouTube-Zuschauer zum Beispiel? Ihre Mutter wollte ich grüßen. Ach, jetzt kommt die Schiene wieder. Ja, gut. Okay, dann grüßen Sie mal meine Mutter. Ja, ich grüße Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Schwester und alle Ihre Familie. Ja, das ist doch nett, sehr nett von Ihnen. Ich grüße Ihre Familie nicht, weil die haben einen fürchterlichen Bastard aufgezogen, der einfach nur Leute verarschen kann, um ihnen Geld zu stehlen. Ja, Leute wie Sie. Nein, mich können Sie ja nicht verarschen. Ja, also Sie nicht, aber... Ja, aber Sie, das heißt, Sie haben geben also öffentlich zu, dass Sie ein Betrüger sind. Okay, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Na, und kommt jetzt noch was? Noch? Möchtest du noch irgendwie sagen, Mami, bist du stolz auf mich? Ich bin eine Betrügerin geworden. Ich möchte dummen Deutschen irgendwie Geld abzocken. Schämen Sie sich dafür? Überhaupt nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Dummer Genau, Betrüger bleibt dummer Betrüger. Ja, warum soll ich tatsächlich. mich schämen? Ja, Warum soll weil ich Sie mich ein schämen? Betrüger sind. Und? Deswegen. Ja, alles, heutzutage alle Leute sind Betrüger. Sie sind Nein, auch ein sind es Betrüger. nicht. Nur dumme Leute sind Sie sind auch Betrüger. eine, Sie sind auch eine Betrüger, du Arschloch. Ach, du Arschloch auf einmal. Jetzt kommt wieder die Beleidigung, ja? Wissen Sie schon nicht Ja. mehr weiter? Ich lach Sie aus, Sie dummer Betrüger. Ich lach Sie aus. Oh. Sie sind Ich so dumm. lache auch mit alle Deutschen, Ja, okay? klar. Mit aller Ja. Deutsche, ja. Ja. Perfektes Mit Deutsch, ja. alle dumme Leute. Ja, Alle klar. dumme Deutsche Klar, ja, sind wie Sie. natürlich. Natürlich. Sie haben also schon Erfahrung mit uns Campbaitern, ja? Sehr schön. Ja, wunderschön. Wollen Sie noch ein Lied singen zum Beispiel? wunderschön. Wie bitte? Na klar. Wollen Sie noch ein Lied singen? Na, kommt noch was? Ich weiß es nicht, was noch. Ziggy, sag mal was dazu, zu der dummen Betrügerin. Hallo Betrügerin. Sag mal, kannst du nachts schlafen? Du beschwerst dich über Deutschen, sag ihr Deutschen. Aber wenn es darum geht zu flüchten, ne, bist du die Erste, die nach Deutschland kommt, richtig? Verstehst du nicht, ne? Ist zu schwer, das Deutsch für dich, ne? Ja, das ist Du ein und deine Albern. ganzen Leute, ihr flüchtet doch immer eure Länder, weil dort Krieg und Tyrannei ist, ne? Und beschwert euch über die Deutschen, ne? Aber wenn es darum geht zu flüchten, seid ihr die Ersten an der Grenze, die rein wollen, richtig? Also ich habe eine Frage gewesen. Nee, Nee, erstmal kannst was? du antworten. Erstmal musst Du du musst erstmal erstmal antworten. antworten. Du musst erstmal antworten. Wo kommst Ich du will her? aber nicht. Bulgarien? Ungarn? Ungarn, Bulgarien, Tschechei? Wo kommst du her? Ja. Ja, 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 wir ja. wissen, wo du herkommst. Ja. Und dein Name ist auch nicht, wie du dich genannt hast. Ist auch erfunden. Du lügst von Anfang an. Du bist eine kleine, miese Betrügerin. Das ist ganz schlimm, was du machst. Soll ich das mal mit deinen Eltern machen? Ja, kannst du So, gerne soll machen. ich deine Eltern anrufen, sagen, willst du machen, Konto aktivieren mit Gerne kannst 250 du die Euro? anrufen, wenn du Ja. die erreichen kannst. Ja, ganz Nee, ich gerne. bin kein Krimineller wie du. Das ist der Unterschied. Ich mache sowas nicht. Aber du bist eine Ich bin ganz auch blöde kein Kriminelle. Krimineller. Du bist eine Kriminelle, ja? Du bist eine Kriminelle, das Und stimmt, vor allem ja. noch richtig dumm. Ja, und noch richtig dumm. Du kannst kein Deutsch, erfindest irgendwelche Namen. Ja, Hallo, guten Tag, mein Name ist Mataric. Ja, Mataric. Du heißt auch irgendwie Ludmilla oder was weiß ich, wie du heißt. Ne? Kennst du Mataric? Kennst du Mataric, die Prostituierte vom Dienst? Kennst du sie? also ich werde beantworten, wenn Sie mir auch beantworten. Ja, Gerne, dann antworte okay, doch was? erstmal. Ja, Du musst antworten, ja, antworte doch. ja, ihr erstmal, dann ich beantworte Okay, auch. dann frag mal. Okay. Okay, meine Frage ist, was verdient ihr damit? Gar nichts, weil wir sind nicht geldgeil wie ihr Gar Betrüger. nichts. Sie Genau. verdient auch Geld, ihr Betrüger, Na, nein, Scheißbetrüger. wir Sie betrügen ja verdienen nicht. nichts. Doch, Wir ihr betrügen verdient. nur Betrüger. Wir Verstehst machen, du? wir Ihr arbeiten verdient völlig damit. legal. Ihr verdient Klicks auf YouTube oder sowas und damit lebt ihr auch. Okay? Nein. Nee, Sie leben nicht damit. Gehen Sie auch und Nein. arbeiten Sie Ja, irgendwo, ihr natürlich, natürlich arbeiten wir Scheißarschlöcher. alle. Ach, jetzt wird sie beleidigend. Sie Sie weiß schon beleidigt nichts jetzt. mehr. Sie weiß schon nichts mehr. Sie hat keine vernünftigen Argumente. Na, kommt noch was? So, jetzt wolltest du antworten. Ja, gerne. Also, schämst du dich für das, was du tust oder nicht? Nein, warum soll ich mich schämen? Weil du ein Also Betrüger bist. du bist stolz, eine Kriminelle zu sein, richtig? Ja, stolz. Krass, heftig. Wo kommst du her? Aus welchem Land kommst du? Willst du uns das sagen? Ostblock? Wo? Aus Ostblock kommst du, ne? Aus Moldawien, Ostblock. Ungarn, Tschechei, Albanien. Albanien, Ja, ne? eine von die. Eine von dir, ja, Das ist klar, uns ja. klar. Ja, genau. Dann meine wichtige Frage ist, du sagst, ihr scheiß Deutschen und so, ihr seid so dumm, wir verarschen euch. Ne? Genau das ist es ja, was du gesagt hast vorhin. Aber wenn in deinem Land Krieg ist, verschwindest du ganz schnell und bist die Erste, die nach Deutschland will, ne? Richtig? Du flüchtest aus deinem Land, weil bei dir, bei euch keine Demokratie ist. Und die kommt alle nach Deutschland. Schnell nach Deutschland, schnell nach Deutschland. Bei uns, wir werden getötet. Wir müssen nach Deutschland flüchten. Ne? Richtig? Ihr seid
so Arschlöcher. Ja, ich bin lieber Arschloch als kriminell, verstehst du? Ich bin lieber Arschloch als kriminell. Es ist das Gleiche. Und vor allem nennen uns ja nur die Arschloch. Betrüger nennen uns nur Arschloch. Die Leute, denen also wir helfen. Besser kriminell als eine Arschloch wie sie. Wow. Ja, siehst du, und deswegen werdet ihr in eurem Land nie was werden. Weil ihr einfach dumm seid. Weil ihr zu dumm seid, reguläre Jobs zu machen. Ich denke mal, ihr Deutscher seid alles dumm. Ja, natürlich, na klar. Deswegen haben wir in Deutschland die beste Autoindustrie überhaupt, weil wir alle dumm sind. Wir haben alle keine Ahnung. Ja, ist klar. Wir haben aus unserem Land was geschaffen. Ihr habt nichts geschaffen. Gar nichts. Kriminelle habt ihr geschaffen. Das ist das Einzige. Ja, super. Wir haben, wir haben Korruption. Auch was geschaffen. Was denn? Was habt ihr denn geschaffen? Denn zum Beispiel? Ja, Kriminelle und Korruption haben wir geschaffen. Ja, klar, natürlich. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Ein Land ist voller Krimineller und Korruption. Das ist natürlich eine Leistung. Ja, ja. Und was bist du albern? Wir was? Wir lieben Kriminelle? Was? Ja, natürlich. Deswegen habt ihr in Deutschland viele Kriminelle jetzt. Ja, das sind die Kriminellen, die kommen ja immer aus Albanien, Türkei und so weiter. Genau, genau. Ja. Kannst du vielleicht eine Sache sagen, ne? Weil, guck mal, du bist nicht wirklich dumm, ne? Du kannst gut reden. Du kannst auch gut zuhören. Jetzt mal, wenn wir alle gemeinsam wirklich ganz ernsthaft reden, ganz ernsthaft, jetzt ohne Beleidigung mehr gar nichts mehr, okay? Können wir so machen? Okay. Können wir so? Ja. Okay. Gerne. Sag mir ganz ehrlich, wie soll ich dich nennen? Wie soll ich dich nennen? Wie du willst. Kein Problem. Okay. Ludmila. Darf ich Ludmila sagen? Ja, okay. Oder Natalia oder was auch immer. Okay, Ludmila. Warum machst du diese Arbeit? Ganz ehrlich, warum machst du diese Arbeit? Welche Arbeit meinen Sie? Das, was du gerade machst, Leute anrufen. Diesen Job, den du machst. Du nennst es ja Job. Warum machst du das? Ja, weil das ist mein Job. Ich mache nichts Schlechtes hier. Ach, doch. Ich hab euch erklärt, ich mache nichts Schlechtes. Ja, doch, machst du. Doch, Ludmila, du machst. Was habe ich Ihnen am Anfang gesagt? Du bist kriminell. Ja, was habe ich Ihnen am Anfang gesagt? Du bist kriminell. Habe ich jemanden getötet? Nee. Nein. Du bist Betrüger. Nein. Doch, natürlich bist du Betrüger. Also, Sie wissen es nicht, was ich mache hier. Doch, was weiß ich. Hier. Du bist Ludmila, Betrüger. Wir haben jeden Tag mit Leuten wie dich zu tun. Wir wissen, wie das funktioniert, eure Masche. Wir kennen das alles schon. Wir wissen, warum du anrufst. Entweder du willst 250 Euro Konto aktiv machen, ja, oder du erzählst mir, du bist vom Blockchain-System und wir haben eine unbestätigte Transaktionen und ihr wollt das Geld von, ihr wollt uns das Geld überweisen. Der Beweis ist, dass du lügst. Die Namen, die du angerufen hast, das ist eine erfundene Person, die gibt es gar nicht. Also kann kein Geld irgendwo sein. Verstehst du? Es ist eine Falle. Ich fällt alle drauf rein. Dann ist das falsch. Ja, pass auf. Ludmila, pass mal auf. Du kannst einfach beweisen, dass du von der Blockchain bist. Du schickst mir einfach eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse mit dem Absender Blockchain. Ist das? So kannst du ganz einfach beweisen, dass du von der Blockchain bist. Und? Und? Ja, machst du das? Habe ich Ihnen was gesagt? Machst du das oder machst du nicht? Ludmila, wenn du das machst, wir entschuldigen uns für alles, wenn du das machst. Also bitte nicht gleichzeitig reden, weil ich kann das nicht verstehen, okay? Also ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie werden mir Geld überwiesen oder sowas. Nein, ich weiß. Das habe ich nicht gesagt. Lass sie reden. Micha, warte, lass sie reden. Erzähl weiter. Okay. Erzähl weiter. Habe ich sowas gesagt, dass ich brauche Geld von Ihnen? Dass Sie werden investieren? Nicht, oder? Nein, du wolltest was anderes sagen. Habe ich nicht gesagt. Dann warum bin ich... Micha erklärt dir das. Micha erklärt dir, was du machen wolltest. Bitte, Micha. Genau. Du wolltest einen Identitätendiebstahl machen. Du wolltest, dass wir uns mit unserem Ausweis bei dir verifizieren. Okay, was kann ich mit Ihrer Ausweis machen? Identitätendiebstahl.
Kontos öffnen. Kontos Konten öffnen, wo das Geld überwiesen wird. Soll ich Ihnen meinen Ausweis schicken? Ja, nee, gerne. Erstmal eine E-Mail aus der Blockchain. Das ist das erste, genau. Der erste Beweis. Genau, du bist von Blockchain, ne, Ludmila? Dann schick uns eine E-Mail mit blockchain.com. Das ist auch deine Firma, also kannst du das. Alles klar, ich schicke dir eine E-Mail mit der Lizenz und mit meiner Ausweis auch. Okay? Ja, klar. Und dann natürlich. Kann ich warten. Wir warten. Beweisen, dass ich ja, wir warten am Telefon. Nicht auflegen, mach das mal jetzt. Wir warten. Warum liegt sie auf? Ach. Ja, es war doch klar.